dass der Top. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder da seid und ein Video von mir anschaut. Heute bauen wir so Teile, so Blumentöpfe, nee, keine Töpfe, auf jeden Fall so Halterungen, die man an die Wand anbringen kann. Und so habe ich das Ganze irgendwann mal in einem Café gesehen. Da waren auch so Blumentöpfe mit so süßen kleinen Pflanzen an der Wand befestigt. Und zwar war darum noch so ein Holzgestell, also der Topf war in so einem Holzgestell und das Ganze wurde dann an der Wand befestigt und das hat mir einfach mega gut gefallen. Und deshalb bauen wir das jetzt einfach mal nach, so wie ich denke, dass man das gut nachbauen könnte. Mein schlaues Büchchen. Na? Hier könnt ihr das Ganze sehen. Also so soll das aussehen. So ein Holzquadrat quasi. Also es sind alles kleine Holzlatten. Und dann steht hier oben drin der Topf, beziehungsweise wird festgehalten von diesen vier Randhölzern hier. Und als allererstes muss ich jetzt mal die süße kleine Pflanze rausholen. Also das, was ist das denn für eine? Havortia. Finde ich mega süß mit diesen weißen Dingern hier. Ich habe mir noch drei andere gekauft, also ich werde das Ganze dreimal machen, weil ich finde immer irgendwie, an der Wand sieht es meistens besser aus, wenn das so eine Anordnung von mehreren ist. Also auch bei Bildern oder bei irgendwelchen Sachen ist es meist viel schöner, wenn da noch zwei andere oder drei andere von der gleichen Sorte sind. Damit dieser Topf nachher in diesem Quader quasi hält, müssen wir jetzt einmal den Durchmesser davon abtragen. Und zwar mache ich das Ganze einfach hier in meinem schlauen Büchchen, lege das Ganze auf den Kopf und vor einmal außenrum mit dem Bleistift. Und dieser Durchmesser, den wir jetzt hier haben, das ist der allergrößte Durchmesser, den der Topf überhaupt haben kann. Also wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen kleiner machen, dann bleibt der Topf schon hängen und fällt nicht mehr durch. Das Teil hat einen Durchmesser von genau 9 cm. Also ihr könnt das Ganze natürlich egal mit was für einem Topf machen. Ich würde das Ganze aber nicht mit noch größeren Töpfen machen, weil ich glaube, sonst wird das echt so ein bisschen schwer und das wird nachher nur mit ein paar Nägeln befestigt an der Wand. Deshalb, ja, guckt, dass ihr irgendwie so einen kleineren, ihr könnt auch noch kleinere Töpfe nehmen, aber ich würde nicht arg viel größer nehmen. 9 cm. Und jetzt zeichne ich hier quasi einmal drumherum, wie groß ich ungefähr dieses Quadrat haben will. Das ist dann das oberste Quadrat von diesem Quader. Um das Ganze jetzt zu zeichnen, muss ich natürlich auch wissen, wie dick bzw. was für Maße meine Stange hat. Und dieses Holz, was wir dafür benutzen, ist 12 mm ob 12 mm. Gibt es auch in jedem Baumarkt, ist gehobelt und geschliffen, also muss man eigentlich nichts mehr behandeln. Und das ganze Ding ist 2,40 Meter lang, also das muss auf jeden Fall noch ein bisschen abgelenkt werden, sonst brauchen wir einen Riesentopf. Also, Maße 8,5 cm, zweimal und zweimal 10,9 cm. Und da wir das Ganze nicht nur oben und unten brauchen, brauchen wir ja noch vier Zwischenstücke, um nach unten zu kommen. Das heißt, wir brauchen nochmal vier 8,5 Stücke mehr. Das heißt, wir brauchen 8,5 Stücke. Und vier 10,9 cm Stücke. Bevor ich jetzt aber die ganzen Dinger zusäge, mache ich erstmal nur vier Stück, also dass ich ein Quadrat quasi oben habe, um zu gucken, ob der Topf genau richtig passt oder ob ich ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein muss. Dieses DIY ist ja auch wieder ein relativ einfaches DIY und deshalb möchte ich, dass es auch wirklich jeder nachmachen kann und deshalb habe ich hier wieder meine schöne Gärungssäge. Gibt es in jedem Baumarkt, kostet 5 Euro Säge und dieses Schneideteil, also lohnt sich echt gerade für so kleine DIY-Projekte. Und dieses Mal sägen wir nicht auf Gärung, sondern wir sägen 90 Grad Winkel. Das heißt, wir nehmen diese Schiene hier. So, du ewig lange Latte. Hey, das ist echt 2,4 Meter Latten ist bei mir schon ein Problem in dieser kleinen Werkstatt. Das heißt, 2 mal 8,5 cm. Mann, Mann, Mann. Und zweimal noch 10,9 cm. Das reicht ganz schön. Wenn ihr die richtigen Maße gefunden habt, wie ich jetzt, für euer Teil, dass der Topf auf jeden Fall nicht durchrutscht und eine schöne Höhe quasi hat, dann könnt ihr alle Teile zusägen. Also das heißt 8 mal die 8,5 bei mir und 4 mal die 10,9, glaube ich. So war's. Thank you.
Die ganzen Hölzchen sind jetzt eigentlich zugesägt und alle bereit zum Zusammenleimen. Was wir jetzt aber noch machen müssen, ist eine Aufhängung anbringen. Und zwar sind das solche Teile, die kann man hinten an das Holz dran nageln. Und dann kann man das Ding nachher an den Nagel einfach an die Wand hängen. Und dafür nehme ich jetzt so ein 10,9 cm Stück und nagel die einfach so und so hier jeweils hin. Diese Teile habe ich übrigens schon mal benutzt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern an dieses Video, wo ich diesen Rahmen gemacht habe mit diesem Plexiglas drin, wo die Blumen drin waren und sowas. Also das kann man auch für Bilderrahmen oder für irgendwas anderes benutzen, um irgendwas an der Wand zu befestigen. Ich verlinke euch das Video einfach mal da oben, dann könnt ihr es euch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Und jetzt wird geleimt. So, als Unterlage nehme ich einfach hier so eine alte Zeitschrift und dann leime ich jetzt erstmal einfach die Oberseite quasi zusammen. Das heißt, es ist diese Platte und dafür benutze ich jetzt einfach wieder Expressleim. Scheiß Dion, dann geht es schwer. Also ich mache immer hier auf die Kopfseiten das da hier drauf. Oh, das war viel, glaube ich. Das alles schön bündig setzen hier. Gut andrücken und dann trocknen lassen. Das gleiche können wir jetzt noch für die Unterseite machen. Machen wir auch das gleiche wieder. Und dann heißt es abwarten, bis der Kleber trocknet. Nach 5 Minuten kann der Leim anscheinend schon hohe Festigkeiten aufweisen. Also muss man gar nicht so lange warten. Aber trotzdem, bevor man dann das an die Wand hängt, würde ich trotzdem noch irgendwie eine Nacht warten oder so. Also ich habe jetzt wirklich die 5 Minuten abgewartet und es hat tatsächlich eine hohe Festigkeit erreicht, dieses Teil. Und jetzt werde ich das Ganze von 2 Quadraten zu einem Quader machen. Das heißt, jetzt kommen die Füße noch hier drauf und die werde ich jetzt einfach auch wieder da drauf leimen. Ein Tröpfchen hier drauf. Muss natürlich möglichst auch wieder bündig sein. Oder was heißt möglichst? Das muss bündig sein, damit es cool aussieht. Und so. Und so. Und dann kommt das Oberteil richtig rum drauf. Also dieser Expressleim, der trocknet einfach so hardcore schnell. Echt gucken, dass man alles hinkriegt in dieser kurzen Zeit. Ah, jetzt hat es das wieder rausgeschoben. Das wackelt wie Kuhschwanz. So, so sieht's doch. Nee, da hinten ist wieder verschoben. Na du Ratte, bleib da jetzt stehen. Hallo. Blödes Ding. Und zwar würde ich das Ganze jetzt echt über Nacht einfach trocknen lassen. Ich würde eigentlich gerne was draufstellen, also ein bisschen beschweren, weil das ist immer gut, wenn man leimt, dass man das wirklich zusammenpresst. Aber ich befürchte, das hält diese Konstruktion nicht aus. Deshalb lasse ich das einfach so. Es wird auch so halten. Es muss ja nicht viel halten, sondern nur dieses leichte Teil hier. Don't let go. Chasing a dream. Ihr Lieben, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, Inspiration oder habt irgendwas gelernt oder sowas. Mir gefällt das Teil auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also es macht sich, finde ich, auch richtig gut in unserer Wohnung, weil überall ja so Fichtenholz ist und sowas. Also mir gefällt dieser Look richtig, richtig gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir auch gerne immer in die Kommentare irgendwelche Wünsche reinschreiben. Ich versuche das so gut es geht umzusetzen. Ich lese alles, also ich lese jedes Kommentar. Ich bin auch dankbar über jedes Kommentar. Also schreibt gerne viele Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dann.